Der Besessene und die Schweine. Ein Wunder, das Jesus tat. Jesus legte mit seinen Jüngern an einem Ende des Sees an. Da kam ein Mann auf sie zu. Der Mann wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Er war gewalttätig, lief nackt herum und lebte auf einem Friedhof. Oftmals hatten die Leute versucht, ihn mit Ketten zu fesseln, aber er hatte die Ketten immer wieder zerrissen. Dieser Mann stand nun vor Jesus. Jesus hatte den Dämonen in ihm schon befohlen, ihn zu verlassen. Er hatte nämlich nicht nur einen, sondern sehr viele Dämonen in sich. Die Dämonen bettelten Jesus an, dass er sie nicht in die Hölle schickt. In der Nähe war eine Schweineherde. Sie baten Jesus, statt dem Mann die Schweine beherrschen zu dürfen. Jesus erlaubte es ihnen. Da verließen die Dämonen den Mann und gingen in die Schweine. Die ganze Herde stürzte sich eine Klippe hinunter und alle Schweine starben. Der Mann aber war frei und man konnte sich ganz normal mit ihm unterhalten. Als die Dorfbewohner das hörten, bekamen sie Angst und baten Jesus wegzugehen. Zu dem befreiten Mann sagte Jesus: Erzähle in der ganzen Gegend von deiner Befreiung. Erzähle allen, was Gott für dich getan hat.